Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge American Truck Simulator. Hier heute ja bei Big Panda auf der Alaska Map. Und für die Alaska Map ja gab es ein neues Update und es kam ein bisschen was dazu. Was das genau ist, sehen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also wir sind hier auf der Alaska. Ihr seht, die Map wächst und wächst. Anfangs hatten wir ja nur hier die Strecke runter über Wasilla, Anchorage nach Homer. Mittlerweile hatten wir dann ein Update, wo Delta Junction, was jetzt hier wieder in Grau erscheint, wieso auch immer, Glen Allen und Valdez dazugekommen ist. Und jetzt beim neuen Update sind wieder drei neue Standorte dazugekommen. Das ist einmal Cantwell, dann die Ortschaft Tock und die Ortschaft Elkin Border, wo wir uns gerade befinden. Und ja, leider gab es jetzt, also hier gibt es gar keine Frachten, hier gibt es auch noch keine Firma, nur hier gibt es ja zwei Firmen, von denen es aber leider keine gescheite Route gab oder einen Auftrag gab, wo ich hätte jetzt die neuen Strecken abfahren können. Wir können mal ganz kurz gucken, also die Strecke hier ist neu dazugekommen, diese Strecke hier und dann dieser Abschnitt hier ist auch neu dazugekommen. Und deswegen hätte ich gesagt, setzen wir uns einfach hier, ist so eine Raststätte vermutlich, dann fahren wir dahin und fahren dabei den größten Teil der neuen Strecken ab. Und das Stück hier nehmen wir dann irgendwann anders mal dann mit, wenn wir dann vielleicht von Tok nach Fairbanks fahren, weil ich habe irgendwie immer nur von Tok aus nach Fairbanks irgendwelche Frachten gefunden. Ja, und deswegen fahren wir heute leer, aber es geht ja nicht um die Fracht oder um ja, den Auftrag, den wir ja heute nicht haben, sondern es geht darum, die neuen Ortschaften ein bisschen zu erkunden. Und ich finde das wirklich sehr interessant, wie die Map sich immer mehr macht. Also wir sind jetzt hier an so einer Aussichtsplattform oder Aussichtsstelle entlang der Straße. Und ihr seht, hier ist schon mal auf jeden Fall Yukon, Larger Than Life. Und ich denke mal, da geht es irgendwann dann weiter. Wenn wir mal die Karte kurz aufmachen, da hört die Map dann halt auf. Aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann da einen weiteren Anschluss geben wird. Und bis dahin kann man sich aber hier hinbegeben, um ja so ein bisschen was hier zu erkundschaften. Hier steht auch noch ein bisschen was drauf, kann man sogar alles lesen. Könnt ihr dann gerne auch alles mal erkunden, falls ihr das noch nicht wusstet. Hier ist irgendwie so ein, ja was ist denn das hier, Kanada, USA, 2000... Ist hier irgendwie so ein Grenzübergang? Kann das sein, dass hier vielleicht irgendwie eine Grenze verläuft? Da bin ich jetzt nicht ganz so im Bilde. Aber hier ist auf jeden Fall mal noch ein schönes Schild. Welcome to Alaska. Und ja, das sieht doch ganz gut aus. Auch hier, also das gefällt mir. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall, ja, etwas, was ich immer gut heiße, wenn solche kleinen Details auch verbaut sind. Und deswegen würde ich sagen, wir schnacken nicht lange, sondern wir fahren jetzt einfach mal hier auf diesen ja, Kamerapunkt und gucken mal, was uns hier so gezeigt wird. So, Motor abstellen und dann gucken wir mal. Sieht doch schön aus. Also mir gefällt das richtig gut hier. Also die Alaska Map macht sich immer besser. Ich glaube, sie ist mittlerweile ein bisschen teurer geworden. Also ich habe da irgendwas mit $20 mittlerweile gelesen. Ich habe sie damals für 17 Euro erstanden. Ich weiß, dass viele mittlerweile auch beklagen, dass halt die Option PayPal weggefallen ist und man jetzt nur noch mit Kreditkarte zahlen kann. Und es gibt noch ein anderes Bezahlsystem, wo ich aber keine Erfahrung habe. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und ihr Lust habt, dann könnt ihr euch die Map ja ruhigen Gewissens holen. Ist immer noch in der Beta, aber ihr seht, sie macht sich auf jeden Fall. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Und die Zahlung ist dann auch einmalig. Und wir sind auch heute mit einem Mac unterwegs. Schön auch mit passendem Trailer-Skin. Ja, kleiner Double-Trailer, den ich hier dabei habe. Und ja, gefällt mir ganz gut, mal auch in der Kombi rumzufahren. Und die Kameraführung geht ja schon ein paar Sekunden. Also kann man sich durchaus ansehen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal die Strecke ab, die ich mir abgesteckt habe. So, erstmal los hier. Sind dann 420 Meilen. Ist natürlich schade, dass es eine Leerfahrt ist, aber es geht wirklich darum, hier die Ortschaft zu erkunden. Es können natürlich hier und da kleine Bugs noch und Fehler schon dabei sein, aber ja,
wundert euch da nicht. Das kann halt immer mal auftauchen. So. Fahren wir mal los hier. Hier ist schon... Ah, hier ist eine... Achso, dann war das tatsächlich jetzt schon Kanada gewesen. Hier ist nämlich eine Grenze. Hier geht es dann also quasi in Alaska rein. Bin ich mal gespannt, was jetzt hinter uns da liegt, ob da irgendwann mal ein Anschluss kommt. Aber hier ist dann quasi der Grenzübergang nach Alaska, USA. Und ist sehr schmal gehalten hier, ne? Also, nicht viel Platz ist hier nicht. Sondern schon relativ achtsam fahren. Auf jeden Fall kann man so durchfahren, das ist schon mal gut. Und dann bin ich echt mal gespannt, was die sieben Leute hier von der Alaska Map hingezaubert haben. Sieht auf jeden Fall immer besser aus. Also selbst die Map aus der ersten Stunde, die Version, hat sich eigentlich in meinen Augen schon mehr als gelohnt. Gerade oben den Teil, wo Schnee liegt, wo die Iceboat ist. Das ist einfach eine klasse Abwechslung. Und selbst hier jetzt mit den ganzen Grünflächen, Wäldern und so weiter, das macht sich auch. Selbst der erste Straßenabschnitt ist auch schon wieder bearbeitet worden. Da kommen dann neue Texturen hinzu und ein paar Blumen und so weiter. Also das sind so Sachen, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und auch als kleine Info, ich weiß noch nicht, wann ich das Video hier hochlade. Ich denke mal in der ersten Oktoberwoche. Das kommt halt aber auch darauf an, was SCS jetzt macht. Ich war ja der Meinung, dass in der letzten Septemberwoche SCS noch die 1.46 raushaut. Jetzt haben wir heute den 30. September, wo ich das Video hier aufnehme. Und SCS hat leider noch keine, was heißt leider, also hat noch keine Open Beta unter 1.46 released. Das heißt, ja, abwarten, Tee trinken. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich hätte mich jetzt wirklich schon fast festgelegt, dass diese Woche es soweit sein sollte. Aber ja, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, um uns hier unter anderem auch diese Karten anzusehen, die ja noch funktionieren, tadellos auf der 1.45. Und ja, ich finde es super klasse, dass es solche Erweiterungen gibt. Egal ob im ATS oder auch im ETS 2, gucke ich immer gerne mal rein. Was gibt es so Neues? Was fällt denen dann auch ein, gerade so landschaftlich? Und ja, ich finde, ich bin von Anfang an ein Fan von der Alaska Map. Und wir sind hier auch schon zu mehreren Leuten im Konvoi-Modus gefahren. Gerade auch innerhalb der CML. Also das macht auch immer Riesenspaß. Und ja, wann jetzt die 1.46 kommt, das ist die große Frage. Und vor allem auch, wann kommt dann Alaska... ja, nicht Alaska sage ich schon. Ja, wann kommt Alaska? Das ist auch eine gute Frage. Aber wann kommt Texas? Das wäre noch so eine Frage. Ich denke mal, dass es eher gegen Ende des Jahres anzusiedeln ist, je nachdem, wie weit sie halt jetzt wirklich sind. Das ist natürlich mal von außen eigentlich unmöglich zu betrachten oder da irgendwie abzuschätzen. Seht es ja, also ich war mir schon fast sicher, dass in der ersten oder besser in der letzten Septemberwoche da noch die 1.46 kommen würde, aufgrund der beiden Events, die quasi abgeschlossen wurden am 25. September und auch dann die Jahr zu Ende ist, dass da irgendwas im Zusammenhang vielleicht dann zumindest auch angekündigt wird, aber nee, Pustekuchen, also SCS hat zwar noch rausgehauen, dass es jetzt neue besitzbare Trailer geben wird, ab der 1.46, sowohl im ATS als auch im ETS 2, wo man dann auch Gefahrstoffe, Gefahrgut, Chemikalien halt transportieren kann. Das ist natürlich eine sehr schöne Ergänzung und eine Vervollständigung. Aber sind, glaube ich, nicht die News, die ich jetzt oder die auch vielleicht die meisten von euch jetzt in SCS nach der IAA erwartet hätten. Das heißt, sie wissen schon ganz genau, was sie machen und wieso sie es machen, wie sie es machen. Aber es lässt sich einfach momentan überhaupt nichts mehr festsagen oder vermuten. Denn alles kann stimmen, aber es kann auch genauso überhaupt nicht zutreffen. Deswegen, SCS gibt ein eine Menge Raum, um zu spekulieren und zu vermuten, aber man muss das halt auch mal bestanden nochmal betonen, dass das, was man äußert, natürlich selbstverständlich nur eine eigene Schätzung ist oder eine eigene Vermutung. Wissen tut hier keiner was, denn wir sind alle nicht bei SCS eingestellt oder so. Und ich kenne jetzt auch keinen persönlich, von daher lasst euch das auf jeden Fall immer gesagt sein, dass es natürlich immer alles nur persönliche Einschätzungen sind, die dann nicht zutreffen müssen. So, jetzt haben wir hier
die nächste Ortschaft Tok, die uns hier erwartet. Oh, langsam hier. Hier geht es auch rechts weg. Also ich kann mir vorstellen, dass auch hier irgendwann mal dann noch ein Gebiet weiter erschlossen wird, hier nach rechts. Also ich gehe sogar fest davon aus, dass wir irgendwann wirklich eine große Map hier in Alaska haben werden. Und ich begleite dieses Projekt wirklich sehr gerne. Wie gesagt, wenn ihr euch das holt, nach wie vor in der Beta-Phase, ist kann alles immer ein bisschen verändert werden oder ergänzt werden. Es können mal hier und da kleine Fehlerchen sein, das stimmt. Aber ich muss sagen, das hält sich so gerade, was die Fehler und die Bugs angehen, hält sich das hier wirklich in Grenzen. Also da gibt es andere Maps, da habe ich schon deutlich mehr davon gesehen. Hier ist auf jeden Fall eine Werkstatt dabei. Hier sind zwei Firmen ansässig. Ich denke mal, dass ja, wir auf jeden Fall auch noch weitere Firmen bekommen werden. Also hier vermutlich erstmal nicht. Wobei vom Platz her, glaube ich, könnte man hier noch ein paar Gebäude hinsetzen. Ob wir jetzt da unten, wo wir gerade gestartet sind, ob wir da nochmal ein paar Firmen hinbekommen, mal abwarten. So, auch der Abschnitt hier ist neu und ja, bisher gefällt mir das ganz gut. Also sieht richtig schön aus. Und ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich sowas sehe, habe ich wirklich Lust, mal hier in den hohen Norden des amerikanischen Kontinentes hier zu reisen und mir das alles mal selbst anzutun oder zu geben oder zu gönnen oder wie man es immer auch sagen möchte. Je nachdem, wie man es halt sieht. Aber ich glaube, für mich wäre das auf jeden Fall ein Traum, am besten noch mit so einem eigenen Camper. Irgendwie so ein, ja, entweder ein Mobile Home oder ein Van oder so. Also ein Wohnwagen mit Auto oder halt ein Wohnmobil, wo man dann quasi sein eigenes Haus auf Rädern durch die Gegend fährt. Da wäre das, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, Zelten würde ich hier eher weniger, weil ich glaube, da müsste man auch ein bisschen Angst haben um irgendwelche Wildtiere, Bären oder so. Aber es wäre auf jeden Fall mega cool und sollte ich mal dazu kommen eines Tages, dann werde ich es natürlich auch festhalten irgendwie in einem Vlog und werde das dann auf jeden Fall euch auch wissen lassen, das ist ja klar. Und noch cooler wäre es vielleicht irgendwie mal so eine Tour dann hier mit einem LKW mitzufahren zu dürfen, irgendwie auf dem Beifahrersitz oder auch irgendwo auf dem Privatgelände mal selbst in die Gaspedalen zu treten. Also das sind aber so Dinge, klar, vielleicht wird es ein Traum sein, der sich nie erfüllt, aber man sollte nie, nie sagen. Ich würde mal gerne reinschreiben, ich glaube, einige von euch waren ja auch schon mal in den USA, wart ihr vielleicht auch schon mal in Alaska? Könnt ihr gerne mich mal wissen lassen, würde mich sehr interessieren. Boah, das sieht landschaftlich schon sehr gut aus, ne? Also, muss man jetzt schon sagen, das unterscheidet sich halt auch. Von den Baumarten und auch hier, ich weiß nicht, was das hier ist, ob das irgendwie so ein, also ein bisschen aus wie irgendeine Getreideart oder so. So ein bisschen bräunlich-grau. Aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus und unterscheidet sich definitiv von der Standardkarte. Das gefällt mir dann immer ganz gut, weil man direkt merkt, aha, man ist hier auf jeden Fall nicht auf SCS-Gebiet, sondern auf irgendeiner Map-Erweiterung. 285 Meilen haben wir noch. Ich denke mal, das Ganze wird hier ein Video werden, ein ganz normales Video, in dem ich euch einfach nur zeigen möchte, was hier neu ist, wo wir dann schon mal einen Teil der Strecke abfahren. Und den anderen Teil der Strecke, den wir jetzt heute nicht abfahren, fahren wir dann mal in einem anderen Video, was dann noch kommen wird, wo wir dann nach Fairbanks hochfahren, dass ihr dann auch alles mal gesehen habt. Und für diejenigen natürlich von euch, die Alaska Map schon haben und es noch nicht wussten, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, ladet euch die Map nochmal runter auf der Homepage von den Moddern und ja, fahrt dann auch mal hier diese schönen Strecken ab. Man legt ja dann auch einen Account an auf der offiziellen Homepage, wo man dann jedes Mal sich auch natürlich dann weiterhin umsonst, man hat ja schon einmal dafür bezahlt, die aktuellen Versionen runterladen kann. Wenn ihr da auch auf dem Laufenden bleiben wollt und ihr zufälligerweise auch Facebook habt, dann die haben auch eine Facebook-Seite, wo die immer wieder
neue Projekte ankündigen oder halt dann raushauen, wenn ein neues Update erschienen ist und was es ungefähr beinhaltet. Da sind auch ein paar Fotos dabei. Ich persönlich habe jetzt zwar kein Facebook, aber man kann das ja halt trotzdem sich angucken. Also man hat ja dann so einen beschränkten Zutritt quasi auf die Seite dann von Facebook und kann sich das dann trotzdem angucken. Deswegen lohnt es sich da schon mal regelmäßig vorbeizuschauen. Also gerade wenn man im Besitz dieser Karte ist, dann erfahrt ihr halt auch weiteres. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal die Möglichkeit, müsste ich die mal anschreiben, ob die das mal einführen möchten oder ob die das schon mal überlegt haben, dass man einfach den Leuten, die sich dann da registriert haben bei denen, dass man an die registrierten E-Mails dann einfach auch ja, so ein Newsletter raushaut. Also Benachrichtigungen, wenn was Neues zum Download zur Verfügung steht. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine schöne Sache. Aber die Jungs sind noch ganz am Anfang. Und ich glaube auch, dass die hier aus Europa kommen, soweit ich das verstanden habe. Ist es ein kleines Team aus Belgien? Mal irgendwo gelesen. Vielleicht haben sie es mittlerweile auch teammäßig erweitert oder vergrößert. Aber, also wie gesagt, auf Performance-mäßig läuft das hier ja, größtenteils zumindest gut. Es kommt natürlich auch darauf an, ob ihr die Ladereihenfolge da quasi richtig habt. Also die Maps gehören ja immer ganz nach unten in der aktiven Modliste. Aber die Alaska-Map muss immer über den anderen Mods, also über den anderen Maps stehen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die Pro-Mods auch verwenden möchtet, könnt ihr das ohne Probleme tun. Dann müsst ihr aber die Alaska über die Pro-Mods reinhauen. Das ist ganz wichtig, die Pro-Mods dann ganz nach unten und darüber dann halt die Alaska-Map, die ja auch nur eine Datei ist. Das finde ich auch ganz gut. Also, dass die mit einer Datei auskommen, dass man da nicht wie bei der Pro-Mods im ETS 2, dass man da irgendwie, was sind das, 7, 8 Dateien hat. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, umständlich. Besser finde ich immer so wenig Dateien wie möglich. Ja, es ist echt ungewohnt, ohne Fracht zu fahren. Könnte jetzt auch mal höher gehen, auf 60, die sind ja hier auch erlaubt. Machen wir das auch mal. Ja, zu dem Mac hier gibt es noch so eine kleine Anekdote, so eine kleine Leidensgeschichte. Der Mac war der LKW mit den meisten Meilen. Da hatte ich über 2 Millionen Meilen drauf. Und das Problem ist leider, dass ich irgendwann mal eine ja, digitale Spiegelmod aktiviert hatte, die aber dann leider nicht so gut funktioniert hat. Und die hatte dann zur Folge, dass ich die digitalen Spiegel gar nicht mehr losgeworden bin. Ich konnte die also nicht irgendwie wieder weghauen. Das heißt, ich hatte entweder immer nur digitale Spiegel. Und wenn ich die Glasspiegel ausgewählt hatte, wie jetzt hier, da waren die digitalen Spiegel hier drin und die Glasspiegel gleichzeitig dabei. Also, das war leider dann so ein ja, eben Bug. Und ich habe den auch nicht gelöst bekommen. Und ich weiß, man könnte dann sagen, okay, dann fährst du halt immer mit digitalen Spiegel. Aber wenn ich weiß, dass da irgendwo ein Problem ist und das nicht behoben werden kann, dann ist das etwas, was mich extrem triggert. Ich bin immer irgendwie lösungsorientiert gepolt und wenn ich keine Lösung finde, dann versuche ich das Problem irgendwie einfach ja, zu beseitigen. Wie sich das hier jetzt anhört, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen habe ich mich dann schweren Herzens dazu entschieden, den 2 Millionen Meilen Mac, ja, Rest in Peace, ja, wegzuhauen, zu verkaufen und mir einen neuen Mac zu holen. Deswegen hat der hier erst 6.630 Meilen auf der Uhr. Da bin ich erst 3, 4 Touren damit gefahren und jetzt halt heute. Und deswegen hat er noch nicht so viel auf der Uhr. Ja, im Endeffekt ändert sich ja nichts, aber irgendwie es gibt da immer Leute, die sich so gerade so ihre besonderen Lieblings-LKW oder so die ersten dann irgendwie aufbewahren und ja, ich mache das auch nicht bei jedem LKW, aber es gibt so ein paar LKW, die ich dann doch irgendwie so immer in Ehren halte und dann mir halt dann aufbewahre, auch wenn ich sie vielleicht nicht mehr dann so aktiv nutze und ja, ist halt jetzt auch nur mal eine Anekdote hier zu dem Modell. So, der Abschnitt hier, glaube ich, der ist schon etwas länger hier dabei. Das war, glaube ich, das letzte Update, was gekommen ist, wo die Strecke hier dabei ist. Mal ganz kurz mal die Karte auf. Genau, also hier
Die Strecke von Valdez hoch nach Glen Ellen, Delta Junction nach Fairbanks. Das ist die Route, die beim letzten Update dazu gekommen ist. Das hier sind wir gefahren, das war neu. Und gleich, wenn wir nach links abbiegen, ist es auch nochmal neu. Auch hier in Cantwell ist keine Firma bisher ansässig. Ich denke mal, das kommt dann noch. Und wie gesagt, beim nächsten Mal fahren wir dann, wenn wir Alaska fahren, hier von Tok hoch nach Fairbanks oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Je nachdem, wie es dann die Frachten gibt. Jetzt haben wir noch 175 Meilen. Und ja, hört sich bislang doch ganz gut. Kann man es auch einfach mal laufen lassen. Also ja, eine entspannte Tour durch Alaska. Wie ist das Ganze ohne Fracht? Trotzdem haben wir 1% Aufliegerschaden. Interessant. Hatte ich vermutlich noch nicht so wirklich repariert, bevor ich ihn genutzt habe. Das kann halt vorkommen. Ja, ich nehme das Ganze hier auch tagsüber auf, was für mich auch relativ selten ist. Meistens nehme ich das mal abends auf, dann ist Ruhe. Gerade ist hier ein bisschen mehr los am Freitag. Es könnte sein, dass gleich an der Tür klingelt, weil ich noch ein Paket erwarte. Wenn ich das gerade hier aus dem Fenster sehe, dann mache ich natürlich einen Cut und dann geht es danach weiter. Oder ist am besten. Ja, jetzt geht es gleich links auf den neuen Streckenabschnitt. Jetzt geht es hier rechts, links, das andere rechts, nach Cantwell. Ja, so. Schön rum, dass wir da keinen touchieren. Genau, jetzt kann man noch ungefähr 140 Meilen neue Strecke. Das ist richtig klasse, dass wir jetzt heute so viel Neues sehen. Bin mal gespannt, ob sich das Ganze nochmal landschaftlich ein bisschen verändert. Oder ob es genauso weitergeht. Da setze ich mich mal rein, das reicht. Ui, jetzt kommen ein paar Wellen hier, ne? Uiuiui. Fahren wir jetzt mal ein paar Bodenwellen. Hier ist auf jeden Fall schon mal Vorsicht geboten. Ui, ist das eine Einspurige? Nee. Können zwei Fahrzeuge sich auch kreuzen auf der Brücke, je nachdem, wie breit man ist. Aber cool, dass hier schon mal so ein bisschen unbefestigter Weg ist. Also jetzt ist nicht mehr hier ganz normaler Asphalt, sondern schon etwas, ja. Aber wie schön das hier staubt. Also es ändert sich dann doch noch die Strecke. Auch die Vegetation ist schon deutlich grüner geworden. Auch schön, wie die KI-Fahrzeuge hinter sich Staub aufwirbeln. Das gefällt mir, dass man auch daran gedacht hat. Hier auch ein paar Sonnenblumen, glaube ich, sind das, ne? Ja, müsste Sonnenblumen sein. Kennt man ja auch schon von der Standardkarte. Finde ich es schön, dass man das auch hier reingesetzt hat. Ui, da hinten die Berge, das sieht gut aus. Da ist ein See dabei. Höhen, da fahren wir dann noch über die Brücke da, ne? Das gefällt mir. Also ich bin wirklich schon mal begeistert von dem neuen Update. Gefällt mir ganz gut. Kann man ruhig mal wieder öfter hier hoch nach Alaska fahren. So. Aber hier sieht es doch toll aus, oder? Hier mit den Bären und allem.
Das gefällt mir. Oh. Schön. Sehr schön geworden hier. Ja, noch etwas weniger als 100 Meilen. Jetzt hier noch ein bisschen berghoch. Also hier, auch gerade hier der Schreckenabschnitt, gefällt mir jetzt ganz, ganz gut. Ist richtig schön geworden. Also gerade jetzt auch das mit dem See und der Brücke. Das gefällt mir besonders gut. Aber erstmal mal hier dem Bus hinterher, der auch ordentlich Staub aufwirbelt. Oh, ich sehe gerade, dass der Paketdienst ist hier in der Nähe. Wird es gleich einen kleinen Cut geben. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch schaffe. Er wird jetzt bestimmt noch klingeln, bevor die Uhr zu Ende ist. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt eigentlich noch 8 Meilen. Mal gucken, könnte knapp werden. Ah, hier schön alter. Ich glaube, Cadillac war das, ne? Kann das sein? Jedenfalls schöner alter Wagen. Jo, ich mache einen Cut. Oh, weiter geht's hier mit der Tour durch Alaska. Ja, sorry für den kurzen Cut, aber irgendwie, ich nehme ja super selten mal am Tag was auf. Aber meistens kommt dann immer irgendwas dazwischen. Und die Paketdienste haben irgendwie so einen Hang oder Drang, immer dann zu kommen, wenn ich hier gerade mal tagsüber was aufnehme. Aber ja, ich habe das Paket eigentlich auch erwartet. Haben jetzt schon bereits 16 Uhr. Bin froh, dass es noch gekommen ist. Auch da geht auch mal einfach ein Dank raus. Ich weiß, dass das auch nicht immer der einfachste Job ist. Ich habe mir jetzt auch nichts draus gemacht, wenn das Paket erst nächste Woche angekommen wäre. Aber ja, versuche nochmal pünktlich zu sein, so gut es geht. Ah, das hier sieht richtig schön aus. Also ich muss wirklich jetzt sagen, hier der aktuelle Abschnitt gefällt mir richtig gut auf der Karte. Also auch da hinten die ganzen Berge und alles, die Formationen der Berge und hier auch die ganze Straße, wie die auch hier so eingebettet ist. So ein bisschen unbefestigt, die ganzen Wälder dazu, das Grün. Also es macht schon einfach einen klasse Eindruck hier. Das gefällt mir richtig gut. Wir sind eigentlich auch, glaube ich, gleich da. Es ist jetzt gar nicht mehr so weit. Da habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick auch erhalten in das neue Update. Zumindest, muss sagen, so 3/4 von dem, was neu ist, habt ihr jetzt gesehen. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut, dass man hier diese Staubpartikel auch bei den KI-Fahrzeugen sieht. Auch glaube ich langsam, ja, wir haben jetzt hier fast 16 Uhr im Spiel das müsst ihr halt auch mal bedenken, die Zeit hier in Alaska läuft oder tickt ein bisschen anders, also nicht von der Länge her, das ist alles ganz normal wie auf der Standardkarte, aber es wird definitiv früher dunkel. Bereits 18, 19 Uhr ist es hier stockdunkel und es wird auch glaube ich morgens viel später erst hell. Und da wäre mal interessant, ob sie das gefixt haben, dass das dann nicht automatisch für die ganze Map gilt, weil das ist auch das, was mich bisher mal ein bisschen gestört hat. Wenn man die Alaska-Map aktiviert hat, aber jetzt nicht gerade da fährt, sondern irgendwo auf der Standardkarte, hatte man trotzdem 18 Uhr bereits Finsternis. Also das hat dann sich quasi auf die ganze Map ausgewirkt und das ist, glaube ich, etwas, was ja so nicht gewollt ist, was eigentlich auch so nicht sein sollte. Und
Da bin ich mal gespannt, jetzt ob bei den nächsten Touren, die ich so für mich teste, ob sich das nach wie vor so verhält. Oder ob mittlerweile dann auch das Spiel merkt, aha, der ist jetzt da irgendwo in New Mexico oder Montana und da ist es um die Uhrzeit eigentlich noch hell. Also sehr viel Grün hier, ne? Also wirklich sehr viel grünes Gebiet. Bäuche, Hecken, Wiese. Alles dabei. Also hier auf der Map so mittlerweile, ne? Von grünen Flächen bis oben, da wo einfach alles kahl ist und dann der Schnee kommt. Es ist hier einfach alles geboten. Da hinten, da sieht es irgendwie ganz interessant aus. Das ist ein bisschen rötlich, ne? Hier im Wald hier links, da ist ein bisschen hellrötlich, ne? Ja. Was sind denn für irgendwie neue Texturen, die da reingemacht sind? Hier vorne ist noch so ein bisschen gelb. Und dann geht es über auf so ein Rot. Rotton oder so ein hellviolett oder so. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Ich überhole einfach mal den Bus hier, der fährt ein bisschen langsam. Guck, dass hier alles soweit klappt. Von der Breite her auf jeden Fall. Jetzt kommt natürlich Gegenverkehr. Das war ja klar, dass jetzt Gegenverkehr kommt. Und den Bus haben wir schon eh überholt. Gut, hat auch mitgespielt. Das sollte man natürlich nicht machen. Aber ja, der fährt mir hier ein bisschen langsam. Ah, sieht jetzt richtig schön aus. Die Sonne auch langsam untergeht. Haben jetzt knapp 17 Uhr im Spiel. Jetzt kommt schon so ein bisschen der Sonnenuntergang, alles. Und dann hier mit der Textur, das macht sich wirklich ganz gut hier. Hier so ein bisschen Wasser, so ein Bach oder was ist das? Einfach so Wasser, was auf den Feldern steht oder hier auf den Flächen, auf den Wiesen. Und jetzt kommt hier wieder normaler Asphalt. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da hinten scheint irgendwie auch was zu sein. Vielleicht kommt da noch mal was irgendwas hin. Eine Firma oder so, vielleicht ein Platzhalter. Aber auch hier geht es wirklich sehr bunt weiter. Also schön. Eine schöne Abwechslung. Fällt mir wirklich ganz gut. Da ist irgendwie was. Ein Gebäude. Hier ist nochmal eine Fläche. Also wir sind jetzt hier. Genau, wir sind ja schon hier. Da, wo ich den Wegpunkt gesetzt hatte. Geradeaus geht es dann nicht weiter. Also noch nicht. Vielleicht gibt es da dann irgendwann mal eine Erweiterung. So, mal gucken. Wie hier dann. Oh, jetzt kommt da einer. Er muss halt ein bisschen warten. Ob wir dann hier. Genau. Ich glaube, hier macht man dann. Erster Aufenthalt in Cantwell. Ja. Aber glaube ich hier rauf. Das ist gut. Da hinten kann man auch noch irgendwie rauf fahren. Ja, fahren wir hier rauf. Hier ist eine Raststelle, eine Tankstelle. Das passt. Machen wir hier den Abschluss für heute, für diese Tour. Für diesen ersten Einblick in das neue Update der Alaska Map. Kann auch hier tanken. Ja, Tank ist eigentlich noch voll. Aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also. Sehr, sehr gut gelungen. Kann man ganz kurz mit der Flycam nochmal gucken. Da hinten war, hier war ein Gebäude. Und da war noch, hier war noch ein Gebäude. Da vielleicht mal eine Firma dann hinkommt und hier diese Gewässer auch. Das sieht wirklich schön aus. Also, das kann man mal machen, ne? Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Gut, ihr merkt, es wird langsam dunkel. Wir sind jetzt eh durch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier die neuen Strecken zum ersten Mal zu befahren auf der Alaska-Map mit dem neuen Update, was ja außen ist. Wenn ihr das haben wollt, findet ihr das alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon im Besitz der Alaska-Map seid, dann holt euch auf jeden Fall das neue Update. Und dann würde ich sagen, das war eine sehr angenehme Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und dann, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, euer Big Panda. Bye, bye.